Ja, hier ist wieder mal Gulati mit Horgen. Wir spielen heute wieder im Deathmatch, Team Deathmatch so gesehen. Mit dem Infiltrator nochmal. Hat mir gestern ganz gut gefallen. Eventuell können wir jetzt hier einige Gegner ausscouten, können mit dem Scrambler einiges anrichten. Ja, ist eine gute Idee, war, Kleiner? Gehen wir mal hier zuerst durch. Und probieren natürlich dann auch Damage auszuüben und Gegner wegzufraggen. Ich sollte vielleicht probieren, nicht direkt auf den Gegner gleich zu Anfang zu gehen. Also Gegner. Schnell. Auf jeden Fall habe ich Damage gemacht. Jetzt schnell weg. Lass uns mal hier rumlaufen. Weiche Landung. Ich will jetzt einmal hinten rum und gucken, wo die Gegner sind. Müssen jetzt nämlich hier irgendwo sein. Aber ich habe auf jeden Fall den Dicken wegbekommen und den Scanner von denen. Aber ich glaube, die sehen jetzt meinen Scrambler. Schade, schade. Bisschen anders angehen sollen vielleicht. Ich bin jetzt gleich wieder da, das ist ja gut. So viel Schaden gemacht. Scheiße. Ja, die spielt diesmal besser als wir. Haben wir alles Assaults dabei? Was geht denn da ab? Die kommen schon klar, oder, die Jungs? Wenn die alle ein Mech spielen, dann sollten die hier auch ein bisschen Damage machen. Heavy Destroyer. Hab jetzt nämlich gerade mal den Dicken von hinten zerstört, da kriegt er wesentlich mehr Schaden. Das ging auch ruckzuck eben gerade, wo ich den Daumen bekommen habe. Richtig cool. Nichtsdestotrotz liegen wir hinten und das gefällt mir gar nicht. Warum? Warum hat denn der bitte überlebt, ey? Scheiße. Ja, Jungs, wenn ihr jetzt ja alle hier rumsteht, dann bringt das ja gar nichts. Los.
übelst die Nadel der Zeit überall. Ah, man kommt nicht höher. Irgendwie gibt es da mal eine Begrenzung bei dem Hochjumpen. Gekriegt. Ist nur die Frage, wo der Rest ist von dem Schützenverein. Hier rechts, 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 rechts. Ich glaube, der springt nie wieder da hoch, wenn da einer ist. Ah, shit. Okay. Da sind die, dann sind die auf der anderen Seite. Ja. Das sind ja alle, was geht denn da ab? Nein, warum bin ich jetzt von dem gestorben, bitte? Wie die alle da campen, ne? Was ist das bitte für eine Spielweise? Alle stehen sie da rum und warten. Na gut, die gewinnen mit der Spielweise, aber trotzdem. Halt, was darum? Enemy sighted. Shit. So weit vorne, ne? Sekunden, das wird schwierig, hier jetzt 9 Kills zu machen, wenn es nur 6 Gegner sind. Das ist einer. Zweiter. Und den kleinen hier. Schade, schade, schade. Mission failed.
Ja, wir waren zu Anfang einfach zu schlecht. Also da stand da schon 13-3 oder sowas oder 13-6. Da war eigentlich schon ziemlich viel gegessen. Die waren richtig gut und hatten auch bei uns alle den gleichen Mech, komischerweise. Was ich ja mal gar nicht lustig fand. Aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Also Infiltrator, so im Großen und Ganzen ganz sinnvoller Mech. Man kann halt, ja, wie ihr gesehen habt, kurzzeitig an den Gegnern vorbeilaufen oder so, dann die großen Mechs von hinten zerstören. Bringt natürlich nichts, wenn der Gegner hier auch nur kleine, schnelle Mechs hat. Dann muss man hier wirklich mehr aufpassen. Die sind natürlich auch schwieriger zu treffen und gerade wenn die mal in Bewegung sind. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden jetzt hier von der Ratio, war es wieder ein bisschen besser als im letzten Gameplay. Sogar mehr Damage wieder mehr ausgeteilt als bekommen. Das ist natürlich immer sehr gut. Dann braucht man sich natürlich auch nicht verstecken. Und ja, so im Ganzen ganz zufrieden mit dem Infiltrator. Wäre aber jetzt kein Mech, den ich mir als nächstes holen würde. Ich habe ja schon einige, aber spielt sie einfach mal an, wenn sie kostenlos sind und man sie testen kann. Und macht euch ein eigenes Bild von den Mechs. Und dann fällt es einem auch leichter, sich einen neuen Mech zu kaufen. Bis dann!